Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Devil May Cry 3 Special Edition. Oh, ihr fängt ein bisschen beschissen an. Nein, im letzten Part haben wir eine kleine Postparade gemacht. Sind ein bisschen in der Unterwelt rumgejammelt. Ja, oder was heißt Unterwelt? Dämonenwelt eigentlich. Und ich würde sagen, fangen wir doch gleich mal direkt an. Immer noch Ladevorgang. Oh mein Gott, wer war der Geheimnisvolle? Oder die Geheimnisvolle? Oder das Geheimnisvolle? Wir wissen es nicht. Aber wir werden uns noch ein paar Objekte kaufen. Meins! Naja, da fehlen noch 6000. Würde ich sagen, beginnen wir. Oh mein Gott. Na dann. Ich schlitz euch die Kehle auf, Junge, schlitz. Mann! Stirb. Du blutiges Etwas von... Naja, ich weiß gar nicht, was du darstellen sollst. Bam, bam, bam. Stirb. Du hast es nicht verdient zu leben. Denn ich bin der Richter und... Naja, du, der Beschuldigte oder sowas ähnliches. Die Tür ist aufgegangen. Ach, das mit den Spiegeln. Spiegel, Spiegel. Mann. Ja. Genau. Will jetzt jemand anders dann? Bambi. Ah, hier ist er. Der Spiegel des Todes. Würde ich meinen. Naja, es sind aber natürlich auch die blutigen Mistviecher des Todes. Oh mein Gott. Ach nö, das nicht mit der Sanduhr. Ah, verdammt. Okay, hier dürfen wir keine Zeit verlieren. Mann, stirb. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen die Gegner bekämpfen. Oh, wir haben es geschafft. Was für ein Zufall. So, die Kohle eingesammelt. Samsara, Skulptur, die das Raumzeitgefüge darstellt. Damit werden Risse im Gefüge repariert. Coole Sache. Ich weiß zwar nicht, was wir da reparieren müssen, weil die Dämonenwelt ist sowieso so eine Einöde, so von Müll und hast nicht gesehen.
Und naja. Sie haben folgendes Objekt benutzt, Samsara. Wir kommen endlich weiter. Und wir nähern uns dem finalen Gegner. Den wahrscheinlich schrecklichsten, hässlichsten, dümmsten Gegner. Wir haben keine 30.000 zusammengekriegt, schade. Aber dafür fangen wir jetzt an. So hideous? Can't you tell by looking at me? Anyway, that shape suits you better. Let's begin the event. Der finale Kampf! Auf geht's! Wir schlitzen ihn voll kaputt. Egal was ist. Das sieht aus wie so ein Wackelpudding oder sowas. So, jetzt kommt die hässliche Schlange. Ihr geht kaputt, ihr geht kaputt, ihr geht kaputt. Oh, verdammt. Na kommt. Oh, Mann. Und jetzt bist du dran, Mann. Komm her, Alter, ich mach dich kalt, Mann. Verdammte Scheiße, ja. Und das, was ist das, Mann? Na los, war es das etwa schon? Bam! Ja. Ladevorgang. Possibly believe that he deserves to be our main event now. Now that you mention it, you're right. You should come to realize you cannot control the power of Sparta. You're wasting your time, buddy. I think he needs to learn the hard way. Don't
Kampf unter Brüdern. Zeigen Sie Akam die wahre Macht der Söhne des Sparda. Der Zwillingstier ist nur für diesen Kampf verfügbar. Mit Kreis können Sie Virgil an Ihre Seite rufen. Virgil richtet sich nach Dante, doch er bleibt dabei seinem ganz eigenen Stil, Kampfstil treu. Hinweis, gilt für die Konfiguration der Standardsteuerung. Ich mach dich kaputt, Alter! Ach, Mann! Mann, ich hasse die Gegner voll. Aber ich finde die Mucke übelst geil. Ach ja, stimmt. Und du bist tot, Mann. Tot. For someone's dying words. Wir haben die Mission geschafft, Leute. Wir haben es bald durch. Muss ich mal ernsthaft sagen, du? So. Und ja, es geht aber gleich weiter. Und zwar jetzt. Aber erstmal Ladevorgang. Der Kampf war so genial, aber es kommt noch ein genialer Kampf. What a surprise. Here I was looking for you, and lo and behold, you come to me. Mary. D-
Don't ever call me that again. My mother was the only one who could say my name. Wait. Please. Do you really want to shoot me? Can you shoot me? Your own father. What have I done wrong? Even heroic Sparta sacrificed a woman so that he could become a legend. I wish to be a god! And I sacrificed one miserable human being for that reason. That is all. Was that really so awful? I have some unfinished business to take care of. Help me, Mary. Mary died a long time ago. My name is Lady. Goodbye, Father. No! Letzte Mission. Auftrag 20. Gepeinigte Seelen. Vergessen Sie Ihren Stolz und nehmen Sie Ihr Schicksal an. Ich habe keinen Stolz. Nein, doch, ich habe Stolz, aber... Naja. Ja, Leute, der finale Kampf beginnt. Ja, und ja, aber bevor dieser weitergeht, beenden wir diesen Part hier an dieser Stelle. Ich danke euch fürs Zuschauen. Falls euch der Part gefallen hat, einen Daumen hoch. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao.